Hi und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video von uns. Wir bekommen unsere Weisheitszähne raus und dachten, wir filmen euch das einfach mal alles so ein bisschen mit. Vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen oder euch interessiert es einfach. Wir probieren auch so ein paar Tricks aus, die wir entweder mal auf TikTok gesehen haben oder die ihr uns geschrieben habt. Wir bekommen beide alle vier Weisheitszähne raus und das auch nur mit lokaler Betäubung und auch am gleichen Tag. Ich glaube, da muss wirklich jeder für sich entscheiden, ob man zum Beispiel eine Narkose haben möchte oder lokale Betäubung und auch, ob man alle vier auf einmal direkt rausnehmen möchte. Wir sind auf jeden Fall so ein Team einmal um zu und durch und deswegen machen wir alle vier auf einmal, aber da werden wir euch auch berichten, ob das so eine gute Idee ist und ob wir uns das im Endeffekt doch lieber anders gewünscht hätten. Und weil man ja nach der OP erstmal nichts Festes essen kann, wenn man halt alle vier rausbekommt, haben wir uns jetzt erstmal mit Babybrei, Joghurt und auch Fruchtpüree eingedeckt. Ein Tipp, den wir ganz oft von euch bekommen haben, sind so Annika-Kügelchen vorher zu nehmen. Die sollen halt auch wirklich super gut gegen die Schwellung helfen, dass es gar nicht erstmal so anschwillt. Wir haben uns die gestern geholt und dann auch schon mal direkt 5 Stück genommen. Also man soll so ungefähr, glaube ich, 3 bis 4 Tage vorher anfangen, die zu nehmen. Eine Sache, die wir morgen anfangen zu nehmen, also einen Tag vor der OP, ist Ananassaft. Kennen wir alle von TikTok. Da werden wir jetzt beide morgen den Liter von trinken und das soll ja vor allem gegen die Entzündung und gegen die Schwellung vorbeugen. Und ein letztes Teil, was wir uns für nach der OP geholt haben, ist hier dieses Kühlakku-Ding. Das kommt aber erst morgen an, zeigen wir euch dann, wenn es angekommen ist. Morgen ist es soweit. Wir haben jetzt hier angefangen, unseren Ananassaft zu trinken, jeder 1 Liter. Ziel ist es eigentlich, heute damit durchzukommen, aber wenn wir es nicht ganz schaffen, ist es nicht so schlimm, weil wir haben morgen den Termin erst um 15 Uhr und dann können wir noch bis dahin austrinken. Und wir haben noch eine Sache, die für nach der OP ist, und zwar ist das ja hier dieses Kühlding, was wir euch schon gezeigt hatten auf dem Handy. Das hat richtig praktisch, weil das wie so ein Gurt ist, den man sich hier einfach drum schnallen kann und da sind halt auch noch so immer 2 oder 4 Kühlakkus dabei, die man dann halt hier reintun kann. Für uns geht es in einer Stunde los. Wir waren jetzt noch ganz schnell beim DM und haben uns hier so Babyzahn geholt, weil es noch ganz viele gesagt haben. Wie gesagt, in einer Stunde geht's los und wir hören uns auf jeden Fall danach. Okay, wir haben gehofft. Wir kühlen das eigentlich auch erstmal ganz gut. Ja. Wir haben es jetzt so 4 Stunden nach der OP und deswegen wollen wir natürlich jetzt noch was zu Abend essen und dafür nehmen wir jetzt einfach das hier. Also es klappt auf jeden Fall ganz gut. Wir haben ja auch so einen kleinen Babylöffel einfach genommen und auch das Reden klappt mittlerweile besser. Wir gurgeln oder spülen unseren Mund übrigens jetzt morgens und abends mit Kamillentee aus. Der ist aber abgekühlt und nicht mehr heiß. Wir haben jetzt fast 24 Stunden nach der OP, ist unser erstes Mittagessen. Und weil wir immer so Hunger haben von diesen Gläschen, die nicht satt werden, gibt es jetzt Kartoffeln mit ein bisschen Fisch, halt alles als Brei. Tag 2 ist jetzt fast rum und ich glaube, man sieht, uns geht es immer noch super. Also ich glaube, wir sind echt ganz gut davon gekommen. Und ich wollte euch mal so ein bisschen was zum Thema Essen sagen. Wir können wirklich alles essen, was man eigentlich so direkt schlucken kann, also wo man jetzt nicht erstmal drauf rumbeißen muss. Das ist jetzt auch nicht nur Babybrei oder irgendwie hier Eis, sondern zum Beispiel jetzt auch heute Mittag oder auch heute Abend die Kartoffeln. Wir haben jetzt einfach alles so klein gemacht, dass es halt wie schon zerkaut ist. Wir kriegen unser Mund jetzt auch noch so ein bisschen ja auf, also man hat sich so diese krasse Kiefersperre drin. Man hat auf jeden Fall auch ein super Gefühl, was man überhaupt essen kann und was nicht. Wir schlucken es halt auch einfach runter und passen schon ein bisschen auf, dass jetzt nichts an die Nähte kommt. Aber das spürt man ja selber auch, also es ist jetzt nicht irgendwie schlimm oder so. Und vielleicht noch ganz kurz zu den Schmerzen, weil ich glaube, das ist so das, wovor die meisten Angst haben. Wir haben wirklich gar keine Schmerzen. Unser Arzt hat uns gesagt, wir sollen so alle 6 Stunden oder morgens, mittags, abends jetzt erstmal anfangen Schmerzmittel nehmen. Wir haben auch gestern nach der OP, als die Betäubung rausgegangen ist, direkt eine genommen und dann 6 Stunden später auch nochmal eine. Mhm. Und heute haben wir so heute Vormittag eine genommen und werden jetzt gleich einfach nur noch vorm Schlafen gehen eine nehmen. Wir haben ja wirklich irgendwie gar keine Schmerzen, auch wenn wir keine Schmerzmittel nehmen. Man spürt zwar ab und zu mal so ein bisschen die Fellhände oder sowas, aber es ist wirklich, also es ist nicht mal so, dass es, ich sagen würde, es tut richtig weh, gar nicht. Übrigens benutzen wir zum Zähneputzen so eine kleine Babyzahnbürste und damit klappt das echt super gut. Wir machen das natürlich ganz vorsichtig und vor allem nicht auf die Wunde und ja, machen das jetzt ganz vorsichtig vor dem Spiegel. So, die Zähne sind geputzt und wir haben jetzt die ganze Zahnpasta mit klarem Wasser ausgespült und auch ein kleiner Tipp, am besten spuckt ihr das nicht immer aus, sondern lasst es einfach aus eurem Mund rauslaufen. Jetzt benutzen wir noch eine Mundspülung, dafür nutzen wir halt abgekühlten Kamillentee. Das machen wir auch immer alles ganz vorsichtig und gurgeln jetzt auch nicht großartig, wir lassen das eher so ein bisschen im Mund, einfach damit die Nähte nicht aufgehen. Das waren jetzt so die ersten 24 Stunden nach der OP und wenn sich jetzt auch nichts weiter verändert, melden wir uns auf jeden Fall in 6 Tagen wieder, also eine Woche nach der OP. Da werden uns nämlich die Fäden gezogen und danach kommt auf jeden Fall eine kleine Zusammenfassung. Wir haben jetzt eine Woche nach der OP, wie ihr seht, wir haben nichts, also wir sind nicht dick geworden oder irgendwie blau, grün, was auch immer. Wir haben jetzt in einer halben Stunde den Termin zum Fanziehen und dann werden wir euch danach auf jeden Fall berichten und geben euch so eine kleine Zusammenfassung. Wir sind jetzt wieder zurück vom Fanziehen, hat alles super geklappt, hat auch gar nicht so weh. Die Wunden sind auch soweit gut verheilt. Sophie hat noch an dem Zahn, wo gesägt worden ist und der gespalten worden ist, so eine kleine Lücke, Wunde, was auch immer. So ein Loch im Zahnfleisch. Das muss halt jetzt noch zuwachsen, aber sollte eigentlich jetzt auch in den nächsten Tagen oder vielleicht auch Wochen, whatever, passieren.
Der Arzt hat aber gesagt, dass das Essen soweit alles super aussieht und wir auch eigentlich jetzt direkt wieder normal essen könnten. Kühlen müssen wir auch nicht mehr und auch das Schmerzmittel habe ich ja persönlich jetzt nur in den ersten Beintagen genommen. Sophie nimmt es halt noch wegen diesem Loch, was da unten noch wehtut, aber auch auf jeden Fall weniger als am Anfang. In den nächsten Tagen werde ich dann, denke ich mal, hoffentlich damit auch aufhören. Jetzt kommen wir mal zu den ganzen Tipps und Tricks, die uns wirklich geholfen haben, weil ich glaube, wenn man uns ein bisschen jetzt auch aktiv verfolgt hat, hat man gesehen, wir hatten wirklich eigentlich gar keine Probleme. Wir hatten keine Schwellungen, wollen nicht blau, grün oder sonst was. Wir hatten auch keine Kiefersperre. Ja, gar nicht. Deswegen zeigen wir euch jetzt auf jeden Fall mal unsere Tipps und Tricks, wovon wir wirklich ein super großer Fan waren, weil es einfach auch schon davor ganz viele uns geschrieben haben, dass es ihnen geholfen hat und ich glaube, uns wirklich auch sehr viel geholfen hat, sind diese Arnika-Globuli. Die haben wir so 3-4 Tage vor der OP angefangen zu nehmen, bis heute. Wir sind keine Ärzte oder sonst was. Wir können jetzt nur unsere eigene Erfahrung hier berichten und wir haben jetzt hier diese D6 genommen, weil wir haben wirklich so viel gegoogelt davor. Leute gefragt, die uns den Tipp geschrieben haben und deswegen haben wir uns halt einfach für D6 entschieden. Wie gesagt, wir sind keine Ärzte, haben sie jetzt einfach genommen, sonst sprecht es am besten mit eurem Arzt ab. Dann, wie ihr ja gesehen habt, haben wir einen Tag vorher den Ananassaft getrunken. Keine Ahnung, ob das was geholfen hat. Auf jeden Fall haben wir aber nach der OP etwas angefangen zu nehmen und zwar Bromelain. Auch hier, wir sind keine Ärzte oder sonst was und sagen jetzt einfach mal so, wie wir es verstanden haben. Und zwar ist das dieser Ananaskonzentrat. Auf jeden Fall hat das irgendwas mit Ananas zu tun. Das ist irgendein Enzym aus der Ananas, soweit ich es jetzt gelesen und verstanden habe. Der soll halt auch einfach bei OPs gegen Entzündungen und Schwellungen helfen und deswegen haben wir die auch angefangen, aber erst nach der OP, 2-3 Tage später. Wir haben sogar ein paar Tage nach der OP gesehen, dass das auf unserem Nachsorgezettel stand, dass man das nehmen soll. Es war entweder Arnika oder Bromelain. Das haben wir halt aber wie gesagt erst gestern oder so. Ja. Wir haben beides genommen, wir leben ja auch noch. Aber vom Gefühl her würde ich sagen, dass uns das eigentlich echt gut geholfen hat. Dann natürlich an Essen können wir Babybrei wirklich empfehlen. Vor allem so Sorten mit Grieß oder Hafer. Das hier war wirklich unser Liebling. Das war dieses Bircher Müsli und das hat wirklich auch so ein bisschen mal gesättigt und man hatte so das Gefühl, man isst nicht Brei, sondern wirklich mal so ein bisschen festere Sachen. Dadurch, dass wir eigentlich unseren Mund direkt wieder öffnen konnten, war es jetzt für uns auch kein Problem, eigentlich festere Sachen zu essen. Das einzig Unangenehme war wirklich mit den Fäden im Mund, dass sich da dann nichts drin verhakt und deswegen haben wir halt wirklich noch viel auf Brei oder Eintöpfe und sowas halt zurückgegriffen. Außerdem tat es dann durch dieses Sägen am Knochen teilweise wie, wenn man zu feste Sachen gegessen hat. Also zum Beispiel gestern haben wir so ein Stück Schokolade aus dem Kühlschrank genommen, das war halt so steinhart und das konnte mich durchfressen. Das hat so weh, deswegen habe ich es dann halt gelutscht. Man kriegt auch irgendwann voll das gute Gefühl, was kann ich überhaupt essen und was nicht. Und zum Beispiel, was wir so ein bisschen für uns entdeckt haben, irgendwann war auch zum Beispiel Nussmus oder Bananen. Bananen war so das erste Feste, was wir gegessen haben, weil das halt noch sehr weich ist, aber es tat mal gut, einfach was zu kauen. Deswegen, das war eigentlich ganz gut und Nussmus hat ja auch ein paar Kalorien, dass das auch mal einfach ein bisschen sättigt. Dann haben wir noch Grießbrei für uns entdeckt, den wir aber dann mit Hafermilch gemacht haben und nicht mit normaler Milch, weil da gingen ja auch irgendwie so die Meinungen auseinander, ob das so gut ist am Anfang Milch zu sich zu nehmen oder nicht. Wir haben es halt jetzt einfach nicht gemacht. Ansonsten haben wir halt nur noch das Schmerzmittel genommen, das uns der Arzt verschrieben hat und das war's. In den ersten 1-2 Tagen hat man auch so ein bisschen blutigen Speichel, was aber komplett normal ist. Man soll auch in den ersten Tagen jetzt nicht viel Druck auf die Wunden haben, also zum Beispiel nichts ausspucken oder so, auch wenn ihr euch zum Beispiel die Zähne geputzt habt oder das Blut, das einfach rauslaufen lassen. Und wir haben die ersten 3-4 Nächte auch recht hoch im Bett geschlafen, also dass wir wirklich so auf 3 Kissen geschlafen haben. Man soll halt am Anfang den Kopf einfach hochlagern. Wir haben natürlich auch viel von außen gekühlt. Da haben wir aber auch so mit Pausen auf jeden Fall gekühlt. Also zum Beispiel mal 20 oder 30 Minuten gekühlt, dann mal ein paar Minuten wieder Pause und dann wieder gekühlt. Und so haben wir das wirklich in den ersten Tagen durchgehend eigentlich gemacht. Also das war jetzt wirklich so unsere Erfahrung. Wir sind keine Ärzte oder sonst was, sondern das waren einfach so Sachen, die uns geholfen haben oder vielleicht irgendwie uns das Leben in dieser einen Woche jetzt erleichtert haben. Grundsätzlich war es sowieso gar nicht so schlimm, wie wir es gedacht hätten. Also ich hätte gedacht, wir hätten viel mehr Probleme und wir müssen uns irgendwie viel mehr Gedanken zu allem machen, was wirklich übertrieben ist. Unsere OP haben wir jetzt ja nur mit einer lokalen Betäubung gemacht, was ich aber auch immer wieder so machen würde. Und wir haben es bei einem Zahnchirurgen gemacht, was ich auch jedem empfehlen würde. Wir haben ja wirklich beide alle 4 Zähne rausbekommen und es hat einfach nur maximal eine Viertelstunde gedauert. Und wir haben wirklich so Horror-Stories gelesen, dass teilweise für einen Zahn die Leute irgendwie eine halbe oder eine ganze Stunde sogar lagen. Ich glaube, das kommt natürlich auch immer so auf den Patienten an, auf den Zahn und natürlich auch auf den Arzt. Aber ich sag mal so, bei einem Kieferchirurgen, der hat einfach so viel Routine, das ging wirklich flott. Unsere Zahnärztin auch diejenige, die uns zu ihm geschickt hat, weil sie meinte, sie könnte es auch machen. Das dauert aber halt einfach viel, viel länger. Das war auf jeden Fall jetzt so unsere Erfahrung. Ich denke, bei den meisten Sachen muss man sowieso auf sein eigenes Bauchgefühl hören und einfach schauen, was sich für einen selber richtig anfühlt. Wir hoffen, wir konnten euch jetzt mit diesem Video helfen und vielleicht einigen, die noch diese OP bevorsteht, die Angst nehmen oder ein paar Tipps geben. Und ja, hoffen, das Video hat euch gefallen und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss! Oh, this is how it starts.